Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie in der Sendung Für und Wider Dunja Hayali versucht hat, die AfD mit Tino Chrupalla negativ zu framen, in eine Ecke zu drängen. Es ihr aber nicht gelang und sie daraufhin am Ende der Sendung Tino Chrupalla regelrecht anblaffte, es also ganz merkwürdig war. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Wie läuft es eigentlich so zwischen Ost und West? Gefühlt ja irgendwie nicht so gut. Im Osten gibt es immer noch viele Menschen, die sich ja so als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse fühlen. Und das, obwohl ja viel erreicht wurde, aber... Aber man muss schon sagen, es ist auch noch Luft nach oben, gerade wenn man auf Löhne oder aber auch auf die Rente blickt. Heute sind zwei Parteien bei uns zu Gast, die damit im Wahlkampf punkten wollen, sich auch als Kümmerer geben. Die Kümmerer vor allen Dingen auch im Osten, die Linke und die AfD. Aber wie immer bei Für und Wider sprechen wir natürlich vor allem auch mit den Menschen, die das Thema richtig betrifft. Wir fühlen uns im Osten abgehängt. Bei uns wird weniger Lohn bezahlt und auch das Rentenniveau ist um einiges niedriger. Wir Ostdeutsche müssen den Mut haben, unsere Fähigkeiten in Führungspositionen einzusetzen. Endlich in der gesamten Bundesrepublik. Das Land wächst langsam zusammen und trotzdem gibt es einen fremden Blick des Westens auf den Osten Deutschlands. So langsam haben wir den Osten genug befördert. Auch im Westen sind einige Regionen abgehängt. Kurze Frage mit der Bitte auch um eine sehr kurze Antwort. Herr Chrupalla, warum sind die Linken Ihrer Meinung nach nicht die Kümmererpartei für die Menschen im Osten? Nun, wir haben die Linke im Osten als Kümmererpartei abgelöst, weil die Linke sich eben nicht mehr um die wirklichen Probleme der Ostdeutschen kümmert. Und das zeigen ja im Prinzip die Wahlergebnisse. Deswegen ist auch die AfD entstanden, ein Stück weit als Protestpartei. Aber natürlich, wir nehmen die Sorgen und Nöte der Bürger auf, tragen sie in die Parlamente und dafür werden wir gewählt. Arena und Herr Chrupalla, Sie sagen ja gerne, die AfD sei eine Partei der kleinen Leute. Was hat denn die AfD einer erfolgreichen Unternehmerin im Osten überhaupt anzubieten? Ja, was heißt der kleineren Leute? Wir sind die Partei derer, die in diesem Land wertschöpfend arbeiten. Die 15 bis 20 Millionen Menschen, die dieses Land hier am Laufen halten, die Steuern bezahlen, die früh auf Arbeit gehen, abend nach Hause kommen. Und für die machen wir Politik. Für die wird übrigens in Berlin kaum noch Politik gemacht. Das ist eigentlich ein Stück weit auch der vergessene Bereich der Bevölkerung, für die sich die anderen Parteien kaum noch interessieren. Im Übrigen auch nicht die Linke. Aber was wäre das, was die AfD machen könnte, was die anderen Politiker, Politikerinnen nicht machen? Ja, wir weisen natürlich erstmal auf die Probleme hin, die dieses Klientel hat, auf die Handwerker, auf die Mittelständler, genau auf diese Schicht, die Frau gerade erzählt hat, die natürlich auch steuerliche Entlastung wollen, aber auch vor allen Dingen, was die Beitragszahlung angeht, in den Sozialversicherungsleistungen, die natürlich immer weiter steigen werden. Und genau das ist das Potenzial, was wir natürlich ausschöpfen müssen, um diese endlich zu entlasten. Herr Chrupalla, darüber sprechen wir tatsächlich gleich noch, was Sie da vorhaben. Chrupalla, wir haben es, glaube ich, gerade sehr eindringlich gehört. Also auch Menschen aus dem Osten sind vielleicht auch davon genervt, dass immer alles schlecht gemacht wird, schlecht geredet wird. Und dieses Schlechtreden färbt ja dann vielleicht auch auf das eigene Gefühl, auf die eigene Lebenswelt ab. Daher können vielleicht auch diese 59% entstanden sein. Sie stehen ja immer noch sehr für Protest und weniger, das ist jetzt hier auch nicht angekommen, für Wertschätzung, Anerkennung, die Menschen abholen. Ist es nicht auch die Zeit, dass Sie sagen, mit unserer dekonstruktiven Politik ist es vorbei. Wir müssen mal auch positive Sachen aufnehmen. Ja, ne. Wertschätzung und Anerkennung. Ich denke, davon haben die Leute auch die Schränke voll. Also was wollen Sie damit eigentlich ausdrücken? Dass wir die konstruktive Politik, ja, konstruktive Politik machen wir doch. Wir haben doch grundgesetzlich verbrieft, dass die gleichen Lebensverhältnisse in Ost und West auch herrschen müssen. Und die herrschen eben noch nicht. Wenn 60 Kommunen oder 60 Städte und Gemeinden immer noch hauptsächlich in Ostdeutschland mit den geringsten Nettoeinkommen vorhanden sind, zum Beispiel mein Landkreis Görlitz hat mit den geringsten Brutto Lohnsumme von 2.700 Euro. Also wir haben die geringsten Löhne auch immerhin noch im Osten, auch die Ostrente. Aber da wollen Sie 31 Jahre, Frau Kipping, ich bin jetzt kurz dran, 31 Jahre nach der Wiedervereinigung haben wir immer noch unterschiedliche Renten in Ost und West. Das kann doch nicht sein. Dann haben wir einen Ostbeschimpfungsbeauftragten, wir haben es ja gerade gehört, den auch die eigene Bevölkerung beschimpft. Das sind doch die Dinge, die wir erleben. Und sehr wohl bringen wir diese Anträge immer wieder im Bundestag ein. Wir stimmen auch teilweise Anträgen der Linken, das will ich ganz klar sagen, die gut gemacht sind, auch zu. Es ist relativ wenig, was die Linke dort in diesem Bereich einbringt. Aber gut also von gemacht, daher Kompliment von der AfD an die Linke. Und von daher ist natürlich auch ein Stück weit Protest richtig und wichtig. Denn wie sollen sich sonst die Bürger denn ausdrücken? Herr Chrupalla,
Herr Chrupalla, im Wahlprogramm der Linken gibt es ein sehr ausführliches Kapitel zum Thema der Osten, den Osten stärken. Bei Ihnen, bei der AfD, findet man im Wahlprogramm so gut wie gar nichts, außer zum Thema Renten, die sowieso ab 2025 angeglichen werden. Was tun Sie konkret für die Menschen im Osten des Landes? Ja, zum einen sind wir erstmal gesamtdeutsche Partei, von daher müssen wir den Osten nicht explizit dort herausheben in unserem Wahlprogramm. Wenn Aber wir haben wissen, ja gerade die Zahlen gesehen, Sie haben selber Löhne, Rente, ähnliches Wenn ich jetzt auf die Lohndebatte von Frau Kipping eingehe, wenn man von guten Löhnen spricht, auch von Mindestlöhnen, im Übrigen hat der Mindestlohn, auch die Mindestlohneinführung, auch Arbeitsplatzverlust herbeigeführt. Das wissen Sie ganz genau, Frau Kipping. Das ist wissenschaftlich. Und gute Löhne widerlegt. Muss man sich auch leisten können. Ich bin ja selbst Unternehmer, Handwerksmeister. Ich würde meinen Gesellen und hätte meinen Gesellen sehr gern 2-3 Euro mehr gegeben. Natürlich, gerne. Aber ich brauche auch die Auftraggeber, die das zahlen können. Also die Bevölkerung muss auch das leisten können. Also wir brauchen natürlich eine Industrie und auch einen Mittelstand, der in Deutschland erhalten, in Ostdeutschland erhalten bleibt. Und der wird ja weiterhin abgebaut, zum Beispiel auch durch die Klimawende, durch den Energieausstieg, den die Grünen und die Linken natürlich mit befürworten. Auch Sie, den Kohleausstieg wollen Sie noch beschleunigen, Frau Kipping. Damit schaffen Sie genau die guten bezahlten Arbeitsplätze noch ab. Also Sie befördern sogar noch weiterhin die Spirale nach unten. Und genau das ist, was die AfD nicht möchte. Wir möchten einen behutsamen Ausstieg daraus. Vor allen Dingen brauchen wir auch eine grundlastfähige Energieversorgung, damit auch die Bürger, und das ist der nächste Punkt, sich Strom in Zukunft auch noch leisten können, in beiden Teilen Deutschlands. Herr Chrupalla, lassen Sie uns, und das ist ein wichtiges Thema, haben wir bei Für und Wider einmal ganz ausführlich drüber gesprochen, nämlich Steuern. Sie haben ein Steuerkonzept und da gibt es ein Rechenbeispiel, ein Alleinverdienender, eine Alleinverdienende, wie auch immer, eine Familie mit 2 Kindern, Einkommen 40.000 Euro, die sollen entlastet werden nach ihrem Steuerkonzept und zwar um sage und schreibe 21 Euro. Wenn man über 300.000 Euro verdient, dann wird man entlastet. Das hatten Sie schon in der ARD gebracht, das ist falsch. Ja, jetzt sind wir im ZDF. Warten, lassen Sie mich, darf ich das für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause kurz ausführen und dann dürfen Sie mich gerne korrigieren. Ab 300.000 gibt es eine Entlastung bzw. mehr und zwar in Höhe von 42.000. Wenn Sie jetzt sagen, das sei falsch, es ist vom renommierten Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW, nicht von mir, ich war in Mathe nicht gut, wollen wir jetzt diese Zahlen auseinander? Sie bringen jetzt hier Zahlen in den Raum, dann müssen Sie genau die Steuerklassen aufzählen, dann müssen Sie die Freibeträge aufzählen. Das können Sie jetzt nicht, das kann ich genauso wenig. Also von daher, und Sie wissen, wir haben dieses bereits nachgewiesen, dass dieses Beispiel, was im Übrigen auch der Kollege Deiß im ARD gemacht hat, falsch ist. Das zum einen. Zum anderen will ich Ihnen sagen, wir reden immer von Steuerentlastungen, gerade bei niedrigen und kleinen Einkommen. Wer wenig Steuern in Deutschland zahlt, der kann auch kaum noch steuerlich entlastet werden. Das muss man als Grundlage erstmal schon mal nehmen. Also wenn jemand 300.000 Euro verdient, der soll dann am Ende 42.000 mehr haben? Das ist falsch, was Sie dort gerade sagen. Das ist einfach Fake News, was Sie jetzt hier sagen. Das ist eine falsche Zahl, die Sie hier bringen. Wir reden, also das ZEW lügt oder hat sich verrechnet? Frau Hayali, ich weiß doch gar nicht, welche Rechengrundlage, Steuerfreibeträge, Kinder etc., was da dieses ZEW als Grundlage genommen haben. Sie schmeißen jetzt hier eine Zahl hinein, die nicht nachweisbar und replikfähig ist. Frau Kipping, ich will da ganz kurz sagen, wir reden immer nur von Steuerbefreiung. Wir sollten mal über die Sozialversicherungsbeiträge, das ist im Prinzip der Kostentreiber in Deutschland. Rentenversicherung, Pflegeversicherung, das sind die Kostentreiber der Zukunft. Krankenversicherung, die werden steigen. Jede Partei, die Steuererleichterung verspricht, die lügt. Es wird keine Steuererleichterung geben. Wenn, dann fangen Sie an mit der CO2-Steuer. Schaffen Sie die endlich ab. Denn das ist der Kostentreiber jetzt für Mittelstand, Handwerk und auch für die Familie. Okay, jetzt wird es ein bisschen durcheinander. Okay. Herr Chrupalla, es gab von den Linken 2019 einen Antrag im Bundestag für eine Ostquote in Bundesbehörden. Da hat die AfD nicht dafür gestimmt. Warum nicht? Ja, weil wir generell Quotenbildung ablehnen. Deshalb ist genau das Gleiche mit der Frauenquote. Also wenn, dann muss ich schon die Qualität auch durchsetzen. Wenngleich ich Ihnen durchaus recht gebe, ich wünsche mir auch mehr, dass Ostdeutsche mehr... Aber wünschen reicht ja nicht. Wenn Sie keine Quote wollen, wie wollen Sie es denn verändern? Ja, mit einer Quote regeln Sie gar nichts. Das ist Zwang. Mit Quote kann man also nichts mit der regeln. Quote kann man natürlich viel regeln. Ja. Das könnte ein Übergang sein, um eine Veränderung zu schaffen. Sie müssen doch konstatieren, dass es in 30 Jahren nicht gelungen ist, mehr Ostdeutsche in diese Führungsposition, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft, zu bringen. Da müssen Sie doch als Politiker sagen, das müssen wir ändern. Ich frage Sie, wie wollen Sie es ändern? Das muss man ändern, indem wir den Leuten natürlich auch Mut machen und dem auch im Prinzip der Mumm fehlt doch vielen Ostdeutschen, genau diese Position auch zu besetzen. Das heißt, die Ostdeutschen sind schuld? Ich habe nicht gesagt, dass sie schuld sind. Es fehlt vielen Ostdeutschen durchaus doch der Mumm, sich für diese Position A zu bewerben und auch sich dieser Verantwortung zu stellen. Und das geben wir diesen. Aber nicht allen. Das ist doch wieder so eine Umstellung.
Das ist ja richtig, aber trotzdem wollen es ja viele nicht machen. Ich kenne Beispiele aus eigener Erfahrung, wo sich Ostdeutsche dann zurückgesetzt haben. Aber Herr Kropala, 2-3%, so viele mutlose und Mummlose kann es doch gar nicht geben. Aber Frau Hayati, das können Sie doch nicht mit einer Quote regeln. Wie wollen Sie das denn machen? Also Quotenregelungen sind schon immer gescheitert in allen Bereichen. Na, bei der Frauenquote funktioniert das ziemlich gut. Aber ich will noch mal fragen, also... Ich höre, Sie sagen, die Ostdeutschen sind schuld, weil sie nicht mutig genug sind. Zweitens, Wir konnotieren das sofort negativ mit Schuld. Dann sagen Schuld wir, woran liegt es? Woran liegt es, Sie sagen, die Ostdeutschen haben keinen Mumm? Ich frage Sie und ich habe noch keine Antwort gehört. Wie wollen Sie es ändern? Indem wir den Ostdeutschen sehr wohl Mut machen. Wie wollen Sie ihnen Mut machen? Indem wir ihnen ganz klar sagen, dass sie für diese Position genauso geeignet sind wie zum Beispiel ein Westdeutscher. Ganz einfach. Und dass sie diese auch diese Herausforderung annehmen sollen. Und das machen sie auch. Und es wird auch mehr... Also die ganze Zuschauerpost, die wir, glaube ich, jetzt kriegen, zu diesem Thema leiten wir an Sie weiter. Weil ich glaube, das ist ein bisschen schlicht gedacht, zu sagen, wir machen den Menschen Mut. Ja, man schlicht machen schon wir, indem sie eine Quote einführen. Also fragen wir kurz bei Herrn Tronicker nach. Hat Herr Kropala Ihnen jetzt gerade Mut gemacht? Den brauchte ich nicht, den Mutzuspruch, aber es verbindet sich, was die beiden sagten. Es ist dieses Seilschaftdenken, so sage ich das jetzt, ist meine Meinung. Und die Quotenregelung gibt den anderen überhaupt erstmal die Chance, in diese Seilschaften einzudringen. Das ist es und deswegen brauchen wir die Quotenregelung, damit die Chance überhaupt da ist. Sonst halten die nämlich zusammen. Selbst das Albertinum in Dresden hat auf einmal eine, ja, bestimmt fähige Leiterin aus dem Westen Deutschlands. Viele Jahre konnten das die Ostdeutschen, jetzt können sie es nicht mehr, jetzt brauchen wir einen aus dem Westen. Ja? Ich will nicht wissen, wo diese Wege lang gehen. Das Zauberwort heißt Transparenz. Wer entscheidet an welcher Stelle, auf welcher Grundlage? Und das bleibt uns Kleinen verborgen. Wir kriegen immer nur das Ergebnis. Wer da irgendwas macht, das erfahren wir überhaupt nicht. Und das ist das, was auf Respekt hinausläuft. Ich stelle Ihnen jetzt mal die eine große Frage, aber vielleicht können Sie kurz antworten und wir bringen das dann gleich zurück in die Runde. Was muss denn geschehen, dass Ost und West enger zusammenwachsen? Ich bin Medienwissenschaftlerin und dann spiele ich den Ball an Sie. Also, wie es wir vorhin gesagt haben mit den Eliten, das ist halt eben auch in den Medien so. Also es gibt kaum Ostdeutsche beispielsweise in Medien in führenden Positionen. Und wir hatten uns vorhin schon darüber unterhalten, dass eben auch die Medien einen gewissen Teil dazu beitragen, immer wieder dieses Ost-West-Thema halt weiter zu verfolgen und eben auch quasi diese Spaltung weiter zu führen. Und da könnte man ansetzen, das ist jetzt natürlich nur ein Punkt, aber es ist nicht der Punkt, aber einer. Und das bietet sich jetzt für die Diskussion an. Und wir spielen es zurück in die politische. Und das ist auch ein guter Punkt. Ich finde vor allen Dingen aber sehr sympathisch, dass Ihnen der Humor nicht ganz abhanden gekommen ist. Das ist immer gut. Herr Kropala, wir haben es gerade gehört. Spaltung. Die Menschen haben es auch satt, zu Recht. Was tut die AfD gegen die Spaltung und für das gemeinsame, friedliche Zusammenleben? Also erstmal fand ich interessant, was die Frau gesagt hat, dass auch Sie als Medium, ja, da können wir, wenn wir nochmal von Quote reden, auch Sie selbst könnten ja mit gutem Beispiel vorangehen. Das machen Sie ja auch nicht. Also von daher, gar nicht. Also wir arbeiten daran. Wir haben daran. Wenig Ostdeutsche. Herr Kropala, wir arbeiten daran. Ja, wir haben jetzt schön. Aber Sie wir gefragt. Wir arbeiten auch daran. Das ja, sehen Sie ja bei uns genau in der Partei. Wir sind eine der wenigen Parteien, die ja noch einen Ostdeutschen als Vorsitzenden ich würde gerne, haben. Also auch das ist Herr Kropala, einzigartig. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was Sie gegen die Spaltung tun. Und für das friedliche, gemeinsame Zusammenleben in unserem Land. Wissen Sie, wir müssen erst mal analysieren, wer hat denn eigentlich diese Spaltung hervorgebracht? Und das Nein, ist, das müssen wir nicht analysieren. Ich würde gerne eine Antwort. Was tut die AfD für das gemeinsame Zusammenleben? Eine Oppositionspartei erst mal nicht für eine Spaltung verantwortlich ist. Wir sind auch genau aus dieser Unzufriedenheit, die es in diesem Land gegeben hat, entstanden. Man muss sich ja durchaus die Frage stellen, warum haben denn 6 Millionen Wähler die AfD überhaupt gewählt? Warum gibt es uns überhaupt? Was tun Sie gegen die Spaltung und für das Zusammenleben? Ist doch egal, ob Sie Opposition sind oder nicht. Das werde ich Ihnen noch sagen. Ich muss auch erst mal die Analyse bringen, bevor ich Ihnen jetzt auch antworten werde, was wir dagegen natürlich auch tun werden. Ja, wir sehen natürlich aktuell, was die Spaltung anbringt. Wir wollen zum Beispiel, dass die Bürger ihre Interessen mit Selbstbestimmung mit einbringen können, dass wir die Bürger auch fragen, in Volksabstimmung, direkte Demokratie. Damit kann man die Spaltung überwinden, damit auch die Politiker, wir genau wissen,
was wollen die Bürger? Und damit können wir genau die Dinge auch einbringen. Die Bürger wollen gefragt werden, die Unternehmer wollen gefragt werden. Und dann kann auch die Politik ordnungsgemäß und vernünftige Dinge auch in den Bundestag einbringen. Denn über Dinge, die wir in Berlin teilweise diskutieren und sprechen, die haben mit den wirklichen Problemen und Sorgen nichts zu tun. Und das treibt die Spaltung sogar noch. Also das war zumindest mal ein konkreter Punkt, mehr direktere Demokratie. Kommen wir noch zu den Linken. Da hat man auch manchmal den Eindruck, sie schüren diese Spaltung zwischen Ost und West. Es gab ein Wahlplakat, kennen Sie sicherlich im Wahlkampf von Sachsen. Anhalt. Wir blenden es auch ein. Und da stand dann ganz groß, nehmt den Wessis das Kommando. Fanden Sie das gut oder schlecht? Naja, also das geht ja zurück eigentlich. Ich habe, als ich das gelesen habe, zuerst so einen Liedsong gehört, der eher aus diesem gibt den Kinder das Kommando Song kam. Und das Plakat hatte natürlich eine Aufgabe in einem Medienzeitalter, wo das total schwer ist, mit einer komplexen Sache durchzudringen, irgendwie einen Aufreger zu haben. Da haben wir auch Preis dafür ist, dass es spalterisch klingt. Ja, es hat halt auch ein Problem beschrieben. Wir haben das bei uns auch kontrovers diskutiert, aber es hat halt auch nochmal bundesweit auf ein Thema hingewiesen. Aber ich will vielleicht, wenn wir jetzt über so viele Probleme gesprochen haben, darf ich einen Punkt von ihm aufgreifen, weil er hat ja, Sie haben ja als Chef der Tafel auch wirklich mit echten sozialen Problemen zu tun. Ich will nur sagen, vieles, was Sie beschrieben haben, die Situation mit den Schwimmbädern, das ist ja ein himmelschreiender Appell dafür, dass wir in Zukunft viel mehr handlungsfähige Kommunen brauchen. Das heißt, die brauchen Geld und wir brauchen eine Sozialpolitik, die dafür sorgt, dass eigentlich niemand zu ihnen kommen muss, höchstens weil man bei ihnen mal einen Kaffee trinken kann und einen netten Plausch führt, aber nicht, weil das Geld nicht fürs Essen reicht. Und wenn man das erreichen will, muss man einfach eine andere Sozial- und Steuerpolitik machen. Und es wäre möglich, alle vor Armut zu schützen, wenn es den politischen Willen gibt. Auch deswegen nochmal streite ich so couragiert für soziale Mehrheiten. Wir haben viel Streit gehabt. Wir haben noch zwei ganz kurze Fragen an unsere Politiker. Und zwar haben Sie einen Satz dafür Zeit. Ja. Fang du an. Was kann der Osten vom Westen lernen? Beim Thema Berufstätigkeit von Müttern liegt der Osten mal bei Zahlen deutlich vorne. Das ist nämlich doppelt so viel wie im Westen. Und ich finde, das ist ein Fortschritt, von dem wir bundesweit lernen. Herr Krupalla, was kann der Westen vom Osten lernen? Ein Satz. Kein Roman. Ein Satz, eine starke AfD, wir sind eine Volkspartei. Natürlich. Und genau das wollen wir natürlich auch im Westen werden. Und dann werden wir auch bessere politische Verhältnisse in ganz Deutschland haben. Wir danken Ihnen beiden, Katja Kipping von den Linken und Tino Krupalla von der AfD. Dankeschön und natürlich auch hier im Publikum. Ja. Auffällig direkt am Anfang ist die Passage von Hayali, AfD und Linke, die sich als Kümmerer geben. Sich als Kümmerer geben heißt, sie sind das genau nicht. Das heißt, Hayali behauptet hier, sie würden heucheln. Jetzt kann man sagen, okay, ja, das war ja vielleicht ein Versehen, die Formulierung war etwas unpassend, aber warum macht sie überhaupt so eine Formulierung, die sich als Kümmerer geben? Dafür gibt es überhaupt keine Notwendigkeit. Das also unser Für und Wider und die Gegensätze spiegeln sich heute auch bei uns in den politischen Gästen. Und damit herzlich willkommen Tino Krupalla, er ist der Spitzenkandidat der AfD und auch der Bundessprecher der Partei. Und Katja Kipping, lange Zeit Parteivorsitzende der Linken und Spitzenkandidatin ihrer Partei in Sachsen. Herzlich willkommen. Dunja Hayali redet aber in ganz freundlichem Tonfall, so dass es also der normale Zuschauer möglichst gar nicht merken soll. Auch die Begrüßung ist überfreundlich. Regelrecht fröhlich werden Tino Krupalla und Katja Kipping begrüßt. Es wird hier also der Eindruck erweckt, das ist ganz neutral. Und jetzt befragen wir ganz neutral Tino Krupalla und Katja Kipping. Wie alle anderen Parteien auch. Wir sind redlich, wir sind die Öffentlich-Rechtlichen, wir erfüllen unseren Programmauftrag. Ein auffälliges Stigma ist, dass es bereits die 7. Sendung ist, und dass die AfD erst jetzt das erste Mal eingeladen wird. Und der Rahmen ist auch etwas besonders. Es wird so eine Art Loser-Thema genommen. Die Ostdeutschen fühlen sich als Verlierer, als die Abgehängten. Und die AfD, die darf sich da auch einmal hinsetzen und wird sozusagen als ostdeutsche Verliererpartei abgestempelt, wenn sie sich jetzt gerade mal zu dem Thema äußern darf. Genauso ist es mit der Linken. Ich bin jetzt kein Experte für die Linken im Fernsehen, aber mir ist öfters aufgefallen, dass auch die Linken etwas benachteiligt werden, wenn auch nicht so stark wie die AfD. Das sind zum Beispiel bildgestalterische Mittel, wo es doch relativ eindeutig ist und mir ist auch aufgefallen, dass sie in Interviews doch etwas härter befragt werden als die anderen Parteien. Und sie wurden auch in der Vergangenheit nie hochgejubelt. Die Benachteiligung ist aber natürlich bei weitem nicht so krass wie bei der AfD. Aber es wird der Eindruck erweckt, das sind die beiden populistischen Ostparteien, die versuchen,
von den Ängsten der Verlierer zu profitieren, die da versuchen, billig irgendwelche Stimmen abzugreifen. Auffällig sind auch die Zuschauer. Es ist kein einziger junger Zuschauer dabei. Es sind vor allem ältere Leute, die meistens auch noch etwas übergewichtig sind. Ayali versucht im weiteren Verlauf der Sendung beständig den Eindruck zu erwecken, die AfD sei sozusagen eine Ostpartei, die sich bei den Ostwählern einschleimen würde. Tino Chrupalla bemerkt das aber und betont mehrfach, dass die AfD eine gesamtdeutsche Partei ist. Es ist dann auch lustig zu sehen, wie sich das inhaltlich ausdrückt. Ich will noch mal fragen, also ich höre, Sie sagen, die Ostdeutschen sind schuld, weil sie nicht mutig genug sind. Zweitens, Wir konnotieren das sofort negativ mit Schuld. Dann sagen Schuld wir, woran liegt keiner. Es? Woran liegt es, Sie sagen, die Ostdeutschen haben keinen Mumm? Ich frage Sie und ich habe noch keine Antwort gehört. Wie wollen Sie es ändern? Indem wir den Ostdeutschen sehr wohl Mut machen. Wie wollen Sie ihnen Mut machen? Indem wir ihnen ganz klar sagen, dass sie für diese Position genauso geeignet sind wie zum Beispiel ein Westdeutscher. Ganz einfach. Und dass sie diese Herausforderung annehmen sollen. Und das machen sie auch. Weil ich glaube, das ist ein bisschen schlicht gedacht, zu sagen, wir machen den Menschen Mut. Ja, man schlicht machen schon sie, indem sie eine Quote einführen. Also fragen wir. Chrupalla wird unter Druck gesetzt, ja, es müssten doch Quoten kommen. Es müsste doch eine Quote für Ostdeutsche geben. Das würde natürlich auch genau in diesen Frame passen, dass die AfD versucht, sich bei den Ostdeutschen anzubiedern, indem Quoten versprochen werden. Das macht er aber genau nicht. Und außerdem traut er sich zu sagen, die Ostdeutschen, sie müssten doch mehr versuchen, selbstständig zu werden. Sie müssten sich mehr trauen. Sozusagen sagt er genau das, wofür Westdeutsche gesteinigt würden. Es wird dann doch etwas tiefer gehend inhaltlich und es geht nicht nur billig um Ost und West, sondern um Steuern. Tino Chrupalla wird hier ein Beispiel um die Ohren gehauen, dass es ja total ungerecht sei. Aber Tino Chrupalla konnte das kontern, indem er sagt, das haben wir schon intern geprüft, dieses Beispiel wurde schon anderswo gebracht und es ist ein falsches Beispiel. Es stellt sich die Frage, warum jetzt Hayali so ein Beispiel bringt, das umstritten ist, wo sich die AfD schon anderswo gewehrt hat, warum ausgerechnet dieses Beispiel benutzt wird. Und es ist natürlich, der Verdacht liegt natürlich sofort nahe, dass es schon bewusst so gerechnet ist, dass es schlecht aussieht für die AfD, dass es kein ausgewogenes Beispiel ist. Dass also gezielt versucht wird, gegen die AfD Stimmung zu machen. Die AfD wird dann weiter konfrontiert, sozusagen sollen sie als Populisten entblößt werden, indem aufgedeckt wird, dass sie ja auch für die Armen gar nichts tun würden. Aber auch hier kann Chrupalla perfekt kontern, indem er deutlich macht, diese ganze Energiewende, das ist natürlich, geht auf Kosten der Armen. Und sie sind die Einzigen, die dagegen sind. Und das ist natürlich, dagegen kann sowohl Kipping als auch die Moderatoren können dagegen nichts sagen. Der Punkt geht schon wieder an Chrupalla. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was Sie gegen die Spaltung tun und für das friedliche, gemeinsame Zusammenleben in unserem Land. Wissen Sie, wir müssen erstmal analysieren, wer hat denn eigentlich diese Spaltung hervorgebracht? Und das Nein, ist, das müssen wir nicht analysieren. Ich würde gerne eine Antwort. Was tut die AfD für das gemeinsame Zusammenleben? Eine Oppositionspartei erstmal nicht für die Spaltung verantwortlich ist. Wir sind auch genau aus dieser Unzufriedenheit, die es in diesem Land gegeben hat, entstanden. Man muss sich ja da durchaus die Frage stellen, warum haben denn 6 Millionen Wähler die AfD überhaupt gewählt? Warum gibt es uns überhaupt? Was tun Sie gegen die Spaltung und für das Zusammenleben? Ist doch egal, ob Sie Opposition sind oder nicht. Jetzt werde ich Ihnen noch sagen. Ich muss auch erstmal die Analyse bringen, bevor ich Ihnen jetzt auch antworten werde, was wir dagegen natürlich auch tun werden. Ja, wir sehen natürlich aktuell, was die Spaltung anbelangt. Wir wollen zum Beispiel, dass die Bürger ihre Interessen mit Selbstbestimmung mit einbringen können, dass wir die Bürger auch fragen, in Volksabstimmung, direkte Demokratie. Damit kann man die Spaltung überwinden. Damit Hayali fühlt sich jetzt anscheinend unter Druck. Es ist schon wirklich merkwürdig, man hat so das Gefühl, um Karriere machen zu können, müssen sich die beiden Moderatoren profilieren, dass sie die AfD irgendwie schlecht aussehen lassen können. Auf jeden Fall hat dann Hayali Chrupalla richtig wütend angefahren. Er soll doch jetzt sagen, was die AfD konkret zur Überwindung der Spaltung tue. Eigentlich eine merkwürdige Frage, vor allem an die Opposition, die ja gar keine Gestaltungsmittel hat, wo eigentlich normal ist, dass man nur irgendwelche Plattitüden antworten kann, dass man sagt, ja, man möchte die Ostdeutschen mit den Westdeutschen versöhnen und so weiter und so fort. Also mir fällt da jetzt keine sinnvolle Antwort ein. Aber Hayali wird dann ganz sauer und setzt unter Druck. Was macht die AfD? Ich stelle euch Populisten. Jetzt stelle ich euch. Aber auch hier hat Chrupalla eine Antwort. Er verweist auf die Volksentscheide. Und auch hier ist es wieder so, die AfD ist die einzige Partei, die Volksbefragungen will. Die anderen alle nicht. Und schon wieder geht der Punkt an Chrupalla. Und Hayali kann nichts machen.
Ganz am Ende sollen dann Kipping und Rupalla einen Satz abgeben, was die Wessis von den Ossis lernen können. Das ist eigentlich auch eine Frage, wo einem nur irgendeine Phrase einfallen kann. Aber Tino Chrupalla ist auch hier schlagfertig und hat die Antwort, ja, die Wessis können von Ostdeutschen lernen, dass sie AfD wählen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich eine hervorragende Antwort. Weil das, ja, das können die Wessis wirklich lernen. Das können sie wirklich lernen von den Ostdeutschen. Was hätte Tino Chrupalla noch besser machen können? Im Nachhinein ist es natürlich immer leicht, Verbesserungsvorschläge zu machen. Man findet natürlich immer was. Aber der Sinn eines Videos ist ja auch, konstruktiv zu sein, für die Zukunft irgendetwas mitzugeben. Weil natürlich, wir können uns jetzt sonnen, das war ganz toll, können uns freuen, das können wir ja auch. Aber es ist natürlich immer gut, wenn man aus den Dingen etwas lernt und versucht, es beim nächsten Mal noch besser zu machen. Aus meiner Sicht hätte Tino Chrupalla diese Aggressivität von Dunja Hayali in den Mittelpunkt stellen können. Es war natürlich schon so für den Zuschauer offensichtlich, aber so besteht immer noch der Verdacht, eher die Dunja Hayali, die ist sauer auf die AfD, aber sie hat noch einen berechtigten Grund, sozusagen, weil die AfD ja eigentlich ganz schlimm ist und jetzt ist Hayali nicht gelingt, sie dran zu kriegen, ist sie jetzt sauer, aber sie ist eigentlich aus ehrlicher Emotion heraus sauer. Der Zuschauer sieht jetzt nur, sie ist sauer auf die AfD und da bleibt immer noch die Interpretation offen, dass sie zu Recht sauer ist. Da kann Tino Chrupalla sagen, es gibt hier keinen Grund, dass sie so mit mir umgehen, dass sie in diesem Tonfall mit mir reden. Wir sind redlich, wir sind ordentlich und sie können uns auch ordentlich behandeln. Es gibt keinen Grund, wie sie hier mich framen, wie sie die AfD framen, wie sie mit uns umgehen. Wir sind eine ordentliche Partei, wir sind eine demokratische Partei. Ihr Verhalten ist nicht demokratisch. Wir sind demokratisch. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Das waren jetzt nur ein paar Stellen, da gibt es bestimmt noch viele Stellen. Ihr könnt ja noch in die Kommentare schreiben, was euch noch alles aufgefallen ist. Macht's gut.